Maurice! Wenn ich natürlich jetzt einen von deinen Wünschen ziehe, ist der raus. Au! Oh. Okay. Ja! Das ist überhaupt nicht fair, Mann. Ich bestell das jetzt. Hä, bist du da? Was denn? It's me! Peace, Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Caramella hinter der Mobilfunkkamera. Was geht, Leute? Und wir waren heute shoppen. Ihr denkt jetzt so, hä? What the fuck? Es haben keine Läden geöffnet, es ist Corona-Zeit. Aber wir haben tatsächlich hier in Hildesheim einen Laden. Der hat geöffnet, der steht uns zur Verfügung, trotz der ganzen Kacke, die gerade abgeht. Und wir haben hier ein sehr großes Heliumgefäß gekauft. Dort befindet sich so viel Helium drin, dass wir gleich 50 Ballons damit aufpusten können. Und ich frage mich, warum das nicht wegfliegt, weil da ist ja voll viel Helium drin und eigentlich müsste das ja wegfliegen, oder? Komisch. Dieses wundervolle Helium wird Hauptbestandteil, also fast mit Hauptbestandteil, unseres tollen Spiels sein. Wir werden ein mega nice Spiel, also naja, es ist schon quasi eine Challenge, spielen. Und zwar darf jeder von uns 5 Sachen, die er sich wünscht, aufschreiben. Wir waren ja jetzt lange in Australien, wir haben uns relativ lange nichts mehr gekauft, wir haben auch nicht mehr so viele Klamotten hier. Deswegen brauchen wir ein bisschen was Neues und heute wird der Tag, wo wir eventuell was bekommen können. Jeder von uns kann 5 Sachen auf Zettel schreiben. Die rollen wir dann zusammen, wie so ein Crepe, wenn man ihn halt nicht faltet, sondern rollt. Und diese leckeren Röllchen stecken wir dann hier, ach, die sind gar nicht so lecker, oder? Nicht so. Aber wir stecken sie auf jeden Fall hier in Luftballons rein. Und dann werden wir 50 Luftballons aufblasen mit diesem Helium. Ich weiß noch nicht so ganz, wie das funktioniert. Wir werden das gleich mal ausprobieren. Und dann werden diese ganzen Luftballons hier herumschwirren. Dann darf sich jeder 5 aussuchen. Es gibt natürlich aber auch noch Nieten. Und es gibt auch noch Geldgewinne. Und zwar von 10 bis 50. Und zwar in Plus- und in Minusrichtung. Also wenn du ein Minus 10-Euro-Ballons bekommst, dann musst du mir 10 Euro geben. Und wenn du ein Plus 10 Euro oder zum Beispiel Plus 30 Euro Luftballon bekommst, dann muss ich dir 30 Euro geben. Checkst du? Ja. Okay, Kim pustet hier schon mal ein paar Ballons auf. Ey, das ist so cool. Ich bin jetzt hier in der Küche und schreibe mir schon mal meine 5 Wünsche auf. So Leute, das sind meine 5 Wünsche. Einmal Socken, dann gleich dazu passende Schuhe. Ein Grillteller, da habe ich übel Lust drauf, aber diese Woche muss ich leider vegan leben, also den dann für nächste Woche. Dann ein DJ-Pult, das wünsche ich mir schon die ganze Zeit, seit Australien. Und noch einen passenden USB-Stick dazu. So, ich habe meine Wünsche aufgeschrieben. Ich habe halt schon ein paar Ballons aufgepustet. Ey, wie kreativ sind wir heute bitte? Wir haben extra Helium gekauft. Okay, also Maurice hat mir seine Wünsche gegeben. Ich werde die jetzt zusammenrollen und ich werde die jetzt in Luftballons tun, weil sonst könnte er sich ja merken, welche Farbe das war. Eigentlich hätten wir bei jedem die gleiche Farbe nehmen sollen, bei jedem Ballon, aber dann wäre es nicht so schön colorful und bunt, like a rainbow. Deswegen mache ich das jetzt und dann schreibe ich mir meine Wishes auf. So Leute, ich bin dran mit meinen Wünschen, aber diesmal muss ich sagen, habe ich nicht so reingeschissen. Krasse, schlimme Wünsche für Maurice, denn er hat mir ja letztens schon ein iPhone in einer Challenge kaufen müssen. Deswegen, das tut mir auf jeden Fall noch ein bisschen leid. Deswegen werde ich nicht so reinscheißen, aber ihr werdet es gleich sehen. Also Leute, das sind meine Wünsche und zwar einmal ein Eisrollen, Ice Cream Maker. Okay, vielleicht ist es reingeschissen. Ich weiß nicht, wie viel das kostet, aber ich hoffe nicht allzu viel. In Thailand gab es einfach an jeder Ecke diese coolen Eisrollen. Oh mein Gott! Ich will das unbedingt einmal zu Hause selber machen, deswegen wünsche ich mir das. Und als nächstes habe ich einen Beamer aufgeschrieben für so Corona-Zeit. Ihr wisst Bescheid. Ein Heimkino zu Hause wäre brutal. Dann Socken. Das ist ja nicht so reingeschissen. Und ich wünsche mir Muffins von Maurice selbst gebacken. Das wäre mein absoluter Traum. Und dann habe ich als letztes noch ein Escape Room Spiel aufgeschrieben. Ich würde richtig gerne mal wieder in ein Escape Room gehen, aber es geht ja gerade nicht wegen Corona. Aber ich habe auch gesehen, dass es das für zu Hause gibt. Deswegen wünsche ich mir das. Und das sind alle meine Wünsche. Jetzt gebe ich die Maurice, dann wird er die ein Luftballon und dann kann es losgehen. Die Decke ist schon ziemlich voll mit unseren Wünschen und Nieten und Geldbeträgen, aber wir schreiben auf jeden Fall jetzt noch mehr Nieten auf und ich schreibe auch einmal, Maurice, Miete auf, weil dann musst du die ganze Miete übernehmen, okay? Hahaha. Ja, ist doch nur fair, oder? Oder du. Okay, so viel haben wir schon, aber ein paar müssen dann noch. Also ich schreibe zweimal Miete auf, weil eigentlich teilen wir uns ja immer die Miete und wenn eine Person das von uns zieht, muss die Person halt die Miete ganz übernehmen für einen Monat, okay? Okay. Maurice! Okay, da ist eine Decke. Man kann ja gar nicht wegfliegen. Wir haben jetzt gerade mindestens 350 Luftballons hier aufgeheliumt. Okay, es sind nicht ganz 350, aber es sind mega viele. Ich lasse jetzt los, ne? Ja. Okay. Oha, wie cool! Die sehen mir gar nicht so viel aus, wie sie eben aussah. Ey, wirklich, aber es sind so viele. Man ist hier richtig in diesem, wie nennt man diesen, im Bender-Dschungel. Wir können eigentlich mit der Challenge beginnen. Boom, bam, bam. Gewonnen. Ich fange an. Okay. Hey. Achso, wir müssen noch erklären, wie das denn funktioniert. Also, wir haben das hier ganz toll mit diesen Schnüren und so gemacht, ja. Jeder Ballon ist einzigartig und jeder darf sich jetzt pro Runde einen runterholen. Ja. Da hat Maurice schon seit längerer Zeit Bock drauf, oder? Ja. Wir fangen an. Wenn ich natürlich jetzt einen von deinen Wünschen ziehe, ist der raus, ne? Ja, das wäre richtig asozial. Du weißt auch, in welcher der drin ist bestimmt, oder? Nee, ich hab's mir nicht gemerkt. Okay. Ich nehm den hier. Okay. Bist du bereit? Ja, ich schon. Okay. Oh mein Gott, das ist unnormal laut. Okay, zeig her. Miete, Alter, ich muss die Miete bezahlen. Du musst die Miete bezahlen. Absturz. Also, it's me. Also, ich finde diesen Dafür richtig cool. Ich glaube, ich mache einfach meine Augen zu und dann wähle ich einfach eine Schnur aus. Okay, ich nehme den hier. Ready? Ey, das macht so Spaß. Ich liebe dieses. Du hast das noch nicht gemacht? Ja, aber es macht über Spaß, glaube ich, den zu zerstechen. Geil. Are you ready? Was habe ich? Nochmal. Nochmal. Chillig, siehst du? Das macht richtig Spaß. Ich nehme den hier.
Ready? Ja. Au. Ich bin gespannt. Was ist das denn? Ein Kopfschnipser verteilt? Ey, nein, Mann. Das hast du extra noch, glaube ich, draufgeschrieben, ja, ne, damit du das machen kannst. Okay, Maurice, dann gib mal deinen Kopf her. Okay, warte, ich muss erst üben. Ah, okay. Au, der war voll doll. Der hat unnormal wehgetan, oder? Tut ja leid. Ey, man sieht das richtig an deinem Kopf. Ich habe noch nie so einen guten Kopfschnipser gegeben. Das heißt, das Video schon wieder richtig. Warum? Aus. Nimm den hier, weil der am hässlichsten ist. Hä? Oh, Jesus Christ. Okay, 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 und? Niete. Ey, Sünde. Was für ein Scheiß-Video. Aber du musst es noch kein Geld an mich geben. Ich muss die Miete bezahlen. Sorry. Das ist die zweite Runde für mich, Maurice. Und ich nehme diesen, der so weiß ist wie meine Zähne. I'm very gespannt. Auch eine Niete. Oh, Mann. Armes Baby. Das ist jetzt meine dritte Runde schon, oder? Ja, so langsam aber sicher. Wäre es cool, wenn du irgendwas bekommen würdest, was du dir gewünscht hast. Hä? Hä? Okay. Jesus Christ, Alter. Ich will nicht wissen, was die Nachbarn denken, Alter. Okay. Ja! Klar, was hast du bekommen? Mein DJ-Pult. Oh yeah, das wird teuer. Mach nochmal. Was hast du da gerade für einen Freudentanz gemacht? Ich hab ein bisschen mit meinem Arsch gewackelt. Zeig nochmal. Okay, ich bestell's mir jetzt, ne? Direkt online, weil wir dürfen ja nicht rausgehen. Wie viel kostet das circa? Ich gucke mal. Können wir das so bei eBay Kleinanzeigen oder so kaufen? Ja, safe. Ehrlich? Ja. Okay, aber das kostet auch bestimmt gebraucht noch voll viel, oder? Ich gucke mal. Ach du Scheiße. Ey, wir haben übrigens neue Wanddeko. Hier hat unser Papagei gegen die Wand geschissen. Okay, dann bestellen wir jetzt deins. Okay, ich habe etwas gefunden. Es kostet 950. Willst du mich verarschen, Alter? Das ist teurer als das iPhone, Maurice. Gleicht sich ja dann ungefähr aus. Hä, oha. Du hast unnormal rumgeheult bei deinem iPhone, ne? Also bei meinem iPhone. Ich finde das fair. Das ist überhaupt nicht fair, Mann. Ich bestell das jetzt. Hä, bist du... Also jetzt mal im Ernst. Ich bestell das ohne schlechtes Gewissen sogar. Aber wir müssen ja jetzt ein paar Tage warten, bis das ankommt. Aber wir filmen das danach nochmal, oder? Ja. Aber naja, es ist ja für uns beide gut, weil er macht ja dann so DJ-Musik und so und ich höre ja dabei zu. Wollen wir weitermachen? Ja. So, du bist. Und egal, was jetzt kommt, ich bin zufrieden. Das war mein Bestes. Ey, Maurice, ich habe diesmal extra nicht so reingeschissen, weißt du? Ich habe wirklich... Ja, also das wäre auch frech gewesen. Ich will einfach nur, dass du mir Muffins backst, Mann. Guck mal, wie dezent ich hier richtig unterschwellig mir was Kleines wünsche. Wie du dich jetzt hier hinstellst, Alter, ich habe dir ein iPhone gekauft. Okay. Ist das deiner? Deine Wahl? Ich weiß noch nicht genau. Du wolltest den auch eben nicht nehmen, dann nehme ich den auch nicht. Ich nehme einfach den aus der Ecke. Ich nehme den blauen hier. Den aus der Ecke. Okay. Ich nehme den. Jesus Christ. Ich sehe auf jeden Fall schon von außen, dass da etwas Längeres steht und esse. Was denn? Es sind Muffins, frisch von dir gebacken in meinem Magen. Aber nicht jetzt, oder? Also morgen will ich die spätestens zum Frühstück essen, okay? Okay. Ich schwöre, ich könnte 150 Jahre alt werden. Nicht mal dann würde ich zum Geburtstag von Maurice Muffins bekommen. Ja, geil. Das ist doch ein wunderschöner Kindergeburtstag hier für dich, oder? Ja, danke. Ich bin auch letzte Woche 16 geworden. Ey, wehe, der enttäuscht mich jetzt, ne? Also ich hoffe schon, dass er dich enttäuscht. Ey, du darfst Das ist was Großes, oder? Groß heißt nicht immer gut. Was ist es? Ein Grillteller. Laber doch nicht. Aber kann ich leider erst nächste Woche essen. Stimmt, du mein bist jetzt zweiter vegan. Wunsch schon. Jetzt möchte ich einen rosa. Ich nehme den. Okay. Alright. Alright. Nein. Oh Mann, bist du bescheuert? Was denn? Was denn? Give it to me, Eisrollenmaker! Okay, was soll denn mit so einer Scheiße? Eisrollen machen vielleicht? Also ich weiß nicht, was du mit einem Eisrollenmaker machen willst, aber ich will auf jeden Fall Eisrollen damit machen. Gib mir dein Handy, ich bestell das. Oh, ich hoffe, ich bekomme den Beamer. Was für ein Beamer? Hä, was denn? Ein Beamer? Ja, also so ein... Was willst du denn mit einem Beamer? Filme an die Wand projizieren? Wie viel kostet die Scheiße? Ich weiß, es ist keine Scheiße, okay? Eiscreme, Rollen, warte. Oha, das ist unnormal günstig, Maurice. Hä, das kostet einfach nur 25 Euro, Maurice. Habe ich ja Glück gehabt. Das ist ja richtig... Oh mein Gott, ich glaube, das ist eine Botschaft. Ich glaube, den soll ich als nächstes nehmen. Ich bin als nächstes dran. Okay, den behalte ich schon mal für Nein. die nächste Runde. Den will ich jetzt haben. Hä? Nein, Maurice. Ich durfte anfangen, Pech gehabt. Danke. Ich wette, der ist richtig gut. Ich wette, es ist noch kein Geldbetrag gefallen, ne? Nee. Ey, wenn da jetzt 50 Euro plus drin sind, ne, dann bringe ich dich um. Ich stell das jetzt, ne? Ja. Das ist sogar in rosa, wie cool. Okay, dann bin ich dran, ne? Okay. Dann nehme ich mal deinen Schicksalsballon. Mein Schicksalsballon. Oh, ich glaube, da steht was drauf. Auf jedem Zettel steht was drauf. Nochmal. Aha, okay. War jetzt nicht allzu gut, aber okay. So langsam. Ich mach's jetzt auf Zufall. Okay. Oh mein ich Gott. Ich hab zwei kaputt gemacht. Laber nicht, okay, du musst dich entscheiden. Okay, nicht richtig reingucken, du nimmst jetzt den ein. Socken. Oha, ey. Das sind sogar meine eigenen, das heißt... Ja, stimmt, ich habe auch eins mit Socken aufgeschrieben. Okay, das heißt, ich krieg nochmal Socken. Ey, und das waren meine 5 Runden und erfolgreicher so war ich, glaube ich, noch nie. Ehrlich? Okay, Socken müssen wir uns eigentlich nicht bestellen, die kannst du mir auch kaufen gehen. Okay, kommen wir zu deinem letzten Ballon, ne? Ja, also eigentlich bin ich schon echt zufrieden. Muffins, das war für mich der Hauptgewinn, Maurice. Nehmen wir den roten hier. Viel Unglück. Sehr cute von dir, okay.
Ey, das macht so Spaß, ne? Wirklich, ihr müsst das auch mal machen. Und Niete. Oh, du kleine Niete. Wir sehen uns dann in ein paar Tagen wieder, oder? Wenn es das große Unboxing gibt von unseren ganzen tollen Sachen, die hoffentlich ankommen, weil ich hoffe, das dauert jetzt nicht allzu lange, Dries. So, Leute, es ist der nächste Tag. Es ist leider noch kein Paket angekommen, aber es wäre auch ein bisschen schnell. Auf jeden Fall hat sich Kim ihre Muffins gewünscht. Und jetzt muss ich meinen ersten Teil der Strafe einlösen und mach Kim gerade Schokomuffins. Und ich darf nicht meinen essen, weil vegane Woche ist. Ja, Mann. Oh, Leute, ich habe den Teig schon auch gegessen. Mir ist ein bisschen schlecht. Ich glaube, die werden ganz gut. Dann sehen wir uns das nächste Mal hoffentlich, wenn mein Geschenk angekommen ist. Leute, guck mal, was gerade angekommen ist. OMG, das sieht so fett aus. Ich würde sagen, ich baue das einmal auf und dann zeige ich euch das, oder? Und dann legst du richtig auf. So, Leute, ich mache es jetzt das allererste Mal an. Ich hoffe, ich habe alles richtig angeschlossen. Wow, it's bunt leuchtening. Krass, Mann. Eröffnen wir jetzt hier einen Club? Ja, Mann. Da werde ich auf jeden Fall eine Menge Spaß mit haben. Vielen Dank dafür. Und hier sind schon mal mein neues Paar Socken. Oder meine neuen Paare Socken, die ich bekomme aber auch eins davon. Nein, es hilft nicht. Sie hat mir nur 3 Paare gekauft. Richtig rumgegeiert, Alter. Okay, jetzt warten wir eigentlich nur noch auf dein Geschenk, ne? Ja. 30.000 Jahre gefühlt später ist endlich diese Eisplatte angekommen. Das hat auf jeden Fall am längsten gedauert, ist aber auch das Coolste, oder? Keine Ahnung. Also, ich habe die jetzt schon mal in den Gefrierschrank getan. Man muss sie nämlich vorher einfrieren. Und dann kann man richtig coole Ice Cream Rolls machen. Das war's mit dem Video. Ihr müsst jetzt auf jeden Fall diesen Channel abonnieren und dem Video einen Daumen nach oben geben. Das würde uns mega freuen. Dann wären wir happy. Dann seid ihr happy. Woo! Das war's mit dem Video. Wir sehen uns in der neuen Woche wieder. Peace, haut rein. Tschüss!